Aber wir machen ja nicht nur alles für Funk und Fernsehen. Wir machen das ja auch für Sie als nette Zuschauer. Und dass sie auch mal was erleben und das ist genau dasselbe wie mit den Pudern auf der Zelche. So wo man einen Kleiden, der Mann hat eben als Model. Ja, manche. Was tritt er denn an? Einen Kirchenrock. Das heißt, damit ging der Bauer mit dem Dreispitz so in die Kirche. So kommen wir in den Fernsehen. So. Das ist ne, rum. Das Schöne nach vorne. Das ist wo alle her und das ist etwas falsch. Ich muss ja von der anderen sich fotografieren. Ja, wunderbar. Und was hast du an? Ich habe Alltagskleidung an. Ne? Sommerhütchen. Und schon einen Schnitt an, ich habe mir nicht gepasst. Was fällt da, dazu an, weil das viel zu umständlich ist, nämlich mit 3 oder 4 oder 5 Röcken und gestickten Strümpfen und einem kleinen Häubchen auf dem Kopf, da hatte ich keine Lust zu. Da habe ich jetzt die städtische Kleidung, Mantel und Hütchen gewählt, weil das viel luftiger ist. Das war der einzige Grund. Aus welchem Jahrhundert? Um die 20er Jahre, 1920, um die Drehung. Ne? Nur die Hose ist von Brax, die ist neu, 2017. Ich werde nochmal rumgucken. Ja, ich gucke. Übrigens wussten Sie, dass es in Kuhlheim auch Antenne Kuhlheim gibt? Ja. 97,2 habe ich letzte Woche erst erfahren. Da moderiert auch einer, den ich kenne, der Ralf Hohn, den kennst du bestimmt auch, ein Blinder. Der macht morgens so die Sendung, der ist aber in Berlin, Ja, und das sage ich bei den Verzeltchen auch immer wieder. Man ahnt gar nicht, was wir hier für Aktivitäten und für Leute. It is something wonderful. Chasing all the way. Also Interesse ist schon da. Das ist Lungenkraut, das ist gut für die Lungen. Erleichtert den Husten. Frieden. Das hat keine Pestizide. Der Körper verschwindet, der Körper schon ganz, ob der Essmalle gibt.
Wo ist der Ralf? Der Ralf ist gerade Sachen holen. Er kommt da hinten wieder. Ja.